Der Arctic Warrior ist für mich das nächste große oder wirklich krasse Event, wo wir viele Monate lang geplant gemacht haben. Ich sitze hier gerade in Finnland, oder ihr werdet das Video sehen, aber ich bin natürlich nicht mehr in Finnland. Haben jetzt mehrere Tage lang den Trailer gedreht, geile Shots eingefangen, unfassbar viel geplant und überlegt, was geht überhaupt wie. Ich zeige euch jetzt einmal ein paar kleine Szenen, die wir hier gedreht haben. Worum geht es beim Arctic Warrior? Wir haben 6 Profis. Und bei Profis greife ich natürlich auf meine, ich sag mal, Connections zurück von ehemaligen Kameraden von mir. Leute oder Kameraden aus Spezialkräften oder spezialisierten Kräften, die aus den Bereichen kommen mit einer arktischen Ausbildung. Zum Beispiel Gebirgsjäger aus dem Hochgebirgszug, das Kommando Spezialkräfte, Fallschirm und Spezialzüge. Also wirklich die absolute Speerspitze, die Deutschland und auch Österreich zu bieten hat. Da bekommt ein Kamerad einen Zivilisten an die Hand. Das sind die Zweierteams, Profi und Anfänger. Die haben das Ziel, nach einer gemeinsamen Ausbildung, die sie gemeinsam durchlaufen, um aneinander sich zu gewöhnen und zusammengeschweißt zu werden, 100 Stunden, also 5 Tage in arktischer Wildnis zu überleben. Und zwar nicht an einem Ort, sondern es gilt, ein Ziel zu erreichen. Das heißt, die beiden Kollegen sind unterwegs oder das Zweierteam ist unterwegs auf Ski, zu Fuß, mit Pulka, in dieser Natur und muss ein Ziel erreichen. Das Ganze in Finnland, in Lappland, am wenigsten besiedelte Gegend in ganz Europa. Unberührte Natur, unfassbare Vielfalt und Tiere, die wir bei uns gar nicht haben. Wir haben Elche, wir haben Auerhähne, sagt dem meisten nichts, googelt mal Auerhahn. Ja, es gibt hier auch Bären, aber wir wollen nicht anfangen, mit Angst vor Tieren hier zu starten, denn die wilden Tiere, die es hier gibt, wollen uns gar nicht sehen. Das ganze Konzept ist so, dass es nicht gemacht wäre für Anfänger. Jeder, der diese Klimazone nicht kennt, wäre hier tatsächlich, so hart das klingt, dem Tode geweiht. Deswegen gibt es eine gemeinsame Ausbildung unter einem absoluten Experten, der hier mehrere Monate völlig allein in dieser Wildnis lebt. Ansonsten würde das keiner schaffen. Der bildet diese Zweierteams aus. Der bildet sowohl die Experten aus, die schon Wissen mitbringen von verschiedenen Lehrgängen, aber hier nochmal gezielt geschult werden mit ihrem Buddy, mit ihrem Anfänger, sag ich jetzt mal, gemeinsam das zu überleben, zu orientieren und vor allem diese Strecke machen zu können. Oder einen Wettkampf zu haben. Und es geht darum, wer erreicht dieses Ziel als erstes. Auf diesem Weg gibt es noch mehrere Challenges, die zu bestreiten sind. Am Ende entscheidet, wer ist als erster, welcher Zweiertrupp ist als erster am Ziel und wer hat dabei die meisten Punkte. Die Teams bekommen identische Ausrüstung. Das bedeutet, jedes Zweierteams startet mit identischer Ausrüstung, identischer Verpflegung, mit identischem Equipment, sodass die Chancengleichheit 100% gegeben ist. Die Ausrüstung ist militärerprobt von wirklich Spezialeinheiten. Die Nahrung ist extra abgestimmt für die arktische Klimazone, denn hier brauchen wir unfassbar viel Energie. Und jetzt bin ich gespannt, wer traut sich beim Arctic Warrior 2023 dabei zu sein.